Sonntagmorgen in dein Subaru WRX steigst, dann ist es scheißegal, wie der Asphalt ist. Du hast deinen Spaß. Herzlich willkommen bei AutoHub, eurem neuen Lieblingsautokanal auf YouTube. Mein Name ist Björn Habegger, meine Freundin nennt mich Habi. Und wenn ihr diesen Kanal abonniert habt, dann dürft ihr mich auch Habi nennen. In diesem Video geht es um ein praktisches Familienauto aus Japan oder so ähnlich. Subaru Impreza WRX STI. Eine relativ praktische Limousine mit einem großen Kofferraum, aber einem geradezu absurd großen Heckflügel. Ich meine, ganz unter uns. Da sieht das so ein bisschen aus, als wäre jemand in einer präpubertären Tuningphase hängen geblieben. Was soll das? Der Flügel hat natürlich einen Sinn. Ja, es geht nicht darum, hier Currywurst und Pommes oben abzusetzen. Nein, dieses Auto hat eine Historie. 1995 der erste Titel in der WRC-Meisterschaft, also World Rally Car. 1999 wieder, 2001 wieder. Dieses Auto ist von Anfang an dazu gebaut worden, nicht mit dem großen Kofferraum einkaufen zu fahren, sondern um auf den Rennstrecken dieser Welt, den Rallye-Pisten dieser Welt, um den Weltmeistertitel zu fahren. Genau deswegen ist da auch so ein komischer Spoiler oben drauf. Die Radhäuser sind relativ breit und vorne ist diese mächtige Lufthutze. Und auch bei dieser mächtigen Lufthutze könnte man ja fragen, geht's noch? Ich zeige euch warum. Ta-ta-ta-ta! Ein 2,5 Liter Vierzylinder Boxermotor. Und Subaru, ganz nebenbei, weltgrößter Hersteller für Allradfahrzeuge, weiß vielleicht auch nicht jeder. Subaru ist dann damit einer von aktuell zwei Automobilherstellern, die noch Boxermotoren bauen. Das gibt es den einen, Porsche, und den anderen, Subaru. Und man muss sich das Ganze so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und im Kopf mal so setzen lassen. Ein Boxermotor, vier Zylinder, extrem kurz. Das bedeutet, der Motor, man sieht es ja selbst, fängt relativ weit hinten an, Richtung Vorderachse. Das Gewicht ist relativ weit hinten. Und der Boxermotor gleichzeitig bedeutet ja, die Zylinder stehen nicht, sie sind auch kein V, sondern sie sind ganz flach. Ein perfekter Massenausgleich ist das eine, ist beim Rallye-Auto vielleicht nicht unbedingt das Wichtigste, aber der niedrige Schwerpunkt des Motors. Das ganze Fahrzeug hat den Schwerpunkt sehr weit unten aufgrund des Boxermotors. Ich persönlich finde sowas richtig stark. 2,5 Liter, Vierzylinder Boxermotor, Turbo aufgeladen und jetzt sieht man auch, warum da so eine Lufthutze ist. Hier ist nämlich der Wärmetauscher, sprich der Ladeluftkühler, der direkt angeströmt wird durch die Motorhaube, kalte Luft da rein, dann hinten Richtung Antriebsstange wieder raus. 300 PS, 407 Newtonmeter und das Ganze über einen permanenten Allradantrieb auf die Straße gebracht. Und auch das ist so ein Subaru-Ding. Boxermotor und permanenter Allradantrieb. Das machen die immer so. Da haben die gar keine anderen Ideen gehabt. Da sind die einfach davon überzeugt, dass es das Beste gibt. Das Beste ist, was es gibt. Das Beste gibt, was ist. Das Beste ist, was es gibt. Ihr wisst, was ich meine. Der WRX gehört zu den wenigen Autos, bei denen man an der Ampel noch einen Daumen hoch gezeigt bekommt. Ist mir schon ewig lang nicht mehr passiert. Aber in dem Fall ist es mir passiert. Wir leben ja in Deutschland so ein bisschen in der Neidgesellschaft. Das ist euch vielleicht schon aufgefallen. Wenn jemand ein teures Auto fährt oder ein schnelles Auto fährt oder ein Auto, was kein Golf ist, dann gibt es ja doch oft wieder Menschen, die sagen, wieso musst du sowas überhaupt fahren? In dem Fall waren es zwei Jungs, vielleicht 8, 9 Jahre alt, die mir an der Kreuzung die Daumen hoch gezeigt haben. Und das fand ich cool. Also nicht, weil es mich jetzt in meinem Ego bestärkt hat, sondern eher, weil ich es schön fand zu sehen, dass es Leute gibt, Kinder,
die Spaß an solchen Autos noch haben. Ich meine, ich hab's, ihr wahrscheinlich auch, sonst würdet ihr es nicht schauen. Aber gut, schauen wir uns ganz kurz den Innenraum an. Ja, also hier zwei Sitze, Schaltung, Lenkrad hat er, ist alles da. Dann Rücksitzbank hat er auch, passt sogar ein Kindersitz rein. So, Kofferraum. Wieder das gleiche Spiel. Kofferraum geht sich auf. Mann. Wer hat eigentlich das Auto so dreckig gemacht? Jetzt. So, Kofferraum. Kofferraum hat er auch. Passen 460 Liter rein. Ich glaube, die Rücksitzbank ist nicht umklappbar. Doch, ich glaube, sie ist schon umklappbar. Es interessiert keinen Menschen. 5,2 Sekunden auf 100, 255 km/h schnell. Und jetzt will ich endlich wissen, wie er sich fährt. Ich würde eher schlecht werden, wenn ich ja nebenan sitzen würde. Ja, und dann sitzt du nämlich im WRX und stellst dir eigentlich gar keine Fragen mehr. Du merkst sofort, das ganze Thema, ja, es ist so ein bisschen archaisch, das Auto, also ein bisschen rustikal, aber du bist sofort Teil des Ganzen und du fährst Auto. Also mein erstes Auto war ein 1er Golf GTI, natürlich tiefer gelegt, Konidämpfer drin, schön hart, schön direkt. Und so ein bisschen kommt eben dieses jugendliche Gefühl wieder raus. Du sitzt in einem Auto, das kaufst du nicht, damit du von A nach B fährst. Du kaufst es, weil du bei C, D, E und F vorbeifahren willst. Weil auf dem Weg zu C, D, E und F liegen die schönsten Kurven. Dann machst du das vielleicht Sonntagmorgens, wenn die Straße leer ist. So wie wir, natürlich immer im Rahmen des Tempolimits, immer nie schneller als Tempo 100. Auf öffentlichen Straßen, ist klar. Und dann hast du gleich Glück an Tagen wie heute und die Straße ist nass. Und dann merkst du, was das Thema Allradantrieb ausmacht. Und warum Subaru das Auto so baut, wie sie es bauen. Warum Ingenieure der Meinung sind, das und nur das ist die richtige Lösung für ein sportliches Auto. So und nicht anders. Ein Kurzbauen der Boxermotor. Das Getriebe schön längs hinten dran montiert. Die Kardanwelle nach hinten gerade, kein Winkel. Und die vier Antriebswellen, die gehen eben auch direkt jeweils rechtwinklig weg und sind immer gleich lang. Das heißt, das ganze Fahrzeug ist komplett symmetrisch aufgebaut. Und gerade wenn du denkst, du hast die schönste Strecke vor dir, ist die Straße gesperrt. Glaubt man's. Und der Allradantrieb ist dann eben auch keine Alibi-Lösung, wie so oft heute bei vielen Autos. Es ist ein permanenter Allradantrieb. Es ist kein Hang-on-Allradantrieb, wo erst irgendein Rad Schlupf haben muss, sondern man hat immer alle Räder im Spiel, die Kraft vom Maschinenraum direkt auf alle vier Räder. Und der Aufbau ist wirklich bemerkenswert, weil ich kenne sonst keinen mehr, der so viel Aufwand betreibt, so viel Technik in ein Auto reinsteckt, einfach weil irgendwo ein Ingenieur sagt oder eine Gruppe von Ingenieuren, genau so müssen wir das machen, um das beste Fahrverhalten und die beste Traktion zu bekommen. Und ihr müsst euch vorstellen, die Power geht also vom Motor in Richtung Verteilergetriebe. Das Verteilergetriebe sind zwei Sperren im Prinzip. Eine klassische Sperre mit einer klassischen Sperrwirkung, die vorhanden ist, und eine zweite Sperre, die variabel arbeitet, der man auch von hier drinnen über die Knöpfchen sagen kann, wie sie gesperrt werden soll. An der Hinterachse zusätzlich ein Torsendifferential und an der Vorderachse nochmal ein Limited Slip Differential, also gerade nochmal ein Sperrdifferential, sodass wir drei Sperrdifferenziale haben in dem Fahrzeug. Das Auto zusätzlich über Torque Vectoring verfügt, also über die Gierwinkelsensoren, über die Lenkwinkelsensoren, über das, was sonst so für ESP und ABS zuständig ist, merkt das Auto, was passieren soll.
und bremst kurvenspezifisch ganz kurz ein Rad ein, damit sich das Auto zusätzlich in die Kurve reindreht. Es ist viel Aufwand, es ist viel Technik, die hinten dran steckt. Man kann das Ganze hier variieren, also im Normalfall gehen 41% der Leistung an die Vorderachse, 59% an die Hinterachse und dann fährt sich das Allradauto trotz allem erstmal so ein bisschen mehr hecklastig. Die Vorderachse hat mehr zu tun zum Lenken im Bereich Lenken, anstatt Kraft zu übertragen. Aber je rutschiger der Asphalt wird, also Schotter, Regen, Schnee, was auch immer, kann man das Differential, das zweite Differential entsprechend vorspannen und man kann es über den Modus auf manuell komplett nach vorne locken und dann habe ich eine Sperrwirkung 50-50 und dann kriegen beide Achsen wirklich 50%. Der Rest der Verteilung über die Achse an sich, der ist weiterhin aktiv und man merkt die Sperrwirkung auch, dass das Auto deutlich mehr verspannt beim Fahren. Die Lenkung wird steifer dadurch, dass der Antriebsstrang eben permanent gelockt ist. Das Ergebnis ist aber nasse Straße, zweiter Gang rein in die Kurve, einlenken und schon aufs Gas in der Kurve. Und der Bock, da wird nichts eingebremst, ja, da wird kein Regelsystem die Leistung weggenommen. Der Bock setzt einfach jedes einzelne der 300 PS in Vortrieb um. Das ist so geil. Es gibt eigentlich kaum noch ein Auto, wo du dich so integriert fühlst. Du bist echt ein Teil des Systems. Du bist derjenige, der sagt, so sollst du fahren, das wollen wir haben, so und so musst du reagieren. Damit das Ergebnis stimmt, haben sie aber bei Subaru für die jüngste Generation noch mehr Hirnschmalz reingesteckt. Sie haben die Stabilisatoren größer gemacht, das Auto rollt also weniger, das ist unheimlich wichtig bei Trockengrip. Hier im Nassen könnte man die Stabilisatoren weich machen, hätte man noch ein bisschen mehr Grip vermutlich. Wir haben allerdings bei 9 Grad Außentemperatur ein paar Winterreifen drauf, von Dunlop meine ich. Da merkst du schon, die Reifen, die werden jetzt hier richtig gefordert, ja? Also von den 300 PS kommt im besten Fall jeweils ein Viertel an jedem Rad an und du spürst es in der Lenkung, was der Reifen davon noch übertragen kann. Also es liegt jetzt nicht... Oh, es ist so gut. Also es ist so gut. Wer das noch nicht ausprobiert hat, der kann nicht nachvollziehen, warum ich so am Schwärmen bin. Diese Ehrlichkeit, mit der das Auto deinen Kommandos folgt, es ist faszinierend. Es ist kein Fake-Sound dabei. Ja, der Allradantrieb sind keine alternativen Fakten, ja, wie so oft bei sogenannten Sportwagen mit Allradantrieb und 300 PS. Muss ich euch nicht erklären, da draußen gibt es einen Haufen Autos. Viele von denen haben so einen billigen Hang-on-Allradantrieb. Und der Hang-on-Allradantrieb, der braucht erstmal einen Schlupfmoment. Weil im Normalfall rollt die Hinterachse nur mit und der Antrieb geht über die Vorderachse. Warum machen die das? Das machen sie, um Sprit zu sparen. Das machen sie, um in der NEFZ-Normmessung die letzten Zentiliter und die letzten Gramm CO2 einzusparen. Das ist ja auch alles toll. Aber wenn du auf so einem Asphalt wie hier heute, wo es rutschig ist, wo es nass ist, wo es feucht ist, wo du das wirklich das Sportfahrerherz höher schlagen lassen willst, wo du ein Teil des Sportfahrers, dieser Seele, wenn du das ausleben möchtest, dann ist es scheiße. Ja, dann wirst du eingebremst von den ESP-Systemen. Die ESP-Systeme merken, oh, wir müssen jetzt regeln, bremsen hier, bremsen da, schnell noch ein bisschen Kraft verteilen und alles. Das Ergebnis ist ein unruhiges Fahrverhalten. Das Ergebnis ist ein Auto, was nicht ehrlich ist. Und bei all der Rustikalität und bei all dem vielen Plastik hier im Innenraum, ehrlich ist so ein Subaru eben bis auf die Knochen. Und er ist einer, der wirklich einstecken kann. Also was das Auto hier jetzt schon mitgemacht hat mit uns bei den Aufnahmen, das ist dem völlig egal. 2,5 Liter Vierzylinder Boxer, der singt sein Lied, der brummelt. Das erinnert immer so ein bisschen an den alten Käfer, so eine Mischung aus einem alten Käfer und einem neuen Porsche. So ein raues, kerniges Geräusch. Auch da kein Fake-Sound. Ja? Wie viele Automobilhersteller müssen heute ihre Autos
mit irgendeinem Fake-Sound lebendig und emotional machen. Hier bist du einfach Teil des Systems, schiebst das Auto auf der nassen Straße, natürlich immer alles innerhalb des Tempolimits, einfach in Richtung Kurvenscheitelpunkt runter. Jetzt könnte man da außen rumfahren, macht man natürlich nicht. Ist auch alles immer auf der Straße, man muss da immer vorsichtig sein. Ich appelliere an eure Vernunft. Herrlich. Man muss sich vorstellen, auf der Hinterachse, die Querlenker sind nochmal größer geworden. Und die äußeren Lager der Querlenker sitzen in Unibalgelenken. Unibalgelenke würde auch kein normaler Mensch in ein Serienauto einbauen. Die kommen aus dem Motorsport. Die macht man deswegen, damit der Querlenker nicht so viel Spiel hat. Warum macht es dann Subaru? Weil der Nachteil ist ja, wenn er nicht viel Spiel hat und nicht entkoppelt wird, dann überträgt er Schwingungen. Schwingungen, Geräusche, Vibrationen. Das ist alles Noise Vibration Harshness, sagt man dazu im Fachbegriff. Das alles macht ja das Fahren unkomfortabel. Hier führt es aber dazu, dass die Hinterachse eben präzise der Spur nachläuft. Das ganze Auto reagiert präzise. Ein Auto, um es perfekt in eine Kurve zu legen, braucht eine sehr, sehr stabile Hinterachse. Die Vorderräder lenken ein, aber die Hinterachse gibt das Stützmoment für das Auto, damit das Auto überhaupt einlenken kann. Und genau deswegen machen die sowas. Oder man muss sich das vorstellen. Das Lenkrad hat eine Lenksäule. Die Lenksäule geht vor Richtung Querlenker und diese Lenksäule wird gelagert unterhalb des Armaturenträgers in so einem T-Element. Da wird's reingesteckt und das sorgt dafür, dass die Lenkung eben hier festigt. Die haben sie nochmal versteift. Die haben sie nochmal fester angebaut. Einfach, dass du hier am Lenkrad wirklich die 100% Präzision spürst. Und das ist der Punkt. Ja, völlig egal, wie das mit dem Spoiler aussieht, völlig egal, was die Nachbarn denken. Wenn du am Sonntagmorgen in deinen Subaru WRX steigst, den Boxer hochlaufen lässt, diesen richtig guten Sound und dann 6 Gänge manuell sortiert, handgerissen, und dann ist es scheißegal, wie der Asphalt ist. Du hast deinen Spaß. Wer theoretisch relativ flott über die Landstraße fliegen kann, der sollte sich natürlich sicher sein, dass er die Leistung auch wieder klein bremsen kann. Subaru vertraut dann nebenbei auf den italienischen Experten Brembo. Das Auto hat also eine schöne Brembo-Bremsanlage und du merkst es am Pedaldruck. Der ist so, wie ich den haben möchte. Ich merke dieses leicht feste, dieses etwas übersteigert, zu fest für ein normales Auto, wo du sagen würdest, ist aber unkomfortabel, aber noch nicht so wie in einem Rennwagen, wo du sagst, alter Verwalter, jetzt machst du aber hier Wadenmuskulaturtraining, sondern es ist dieser feine Mittelweg, den du eigentlich erwartest, wenn du ein Auto in Jeans, Pulli und Turnschuhen mal ein bisschen schneller fahren möchtest, aber eben dieses Gefühl von der Bremse haben möchtest. Wie alles, wenn es ums Thema Fahren geht. Ihr müsst euch mal einen Fabian anschauen, der ist ganz weiß. Wie alles, wenn es ums Fahren geht, ist einfach saustark. Saustark. Mal sauber machen den Bock jetzt. Achso, das ist gut. Okay. Dann müssen wir von Hand waschen. Die Leiden des jungen Subaru-Fahrers müssen wir von Hand waschen. Das Hobby-Fazit zum Subaru WRX STI.
Er ist so etwas wie der letzte Mohikaner auf unseren Straßen. Das letzte echte Turbo-Allradtier, das man sich kaufen kann. Er sieht vielleicht ein bisschen grobschlächtig aus, aber er ist ein Feinwerkzeug. Er ist ein Feinwerkzeug für Menschen, für Sportfahrer, die damit umgehen können. Alle anderen kaufen sich dann vielleicht doch lieber wieder ein Golf R oder ein Audi S3. Ich persönlich bin komplett verliebt in dieses Auto und werde ihm jetzt eine schöne kleine Handwäsche gönnen. Denn wir haben gelernt, mit dem Heckspoiler ist ein bisschen schwierig. Das war der Subaru WRX STI auf Autohub. Mein Name ist Björn Habecker. Meine Freunde nennen mich Habi. Und wenn ihr den Kanal abonniert habt und den Video einen Daumen oben da lasst, dann dürft ihr mich auch Habi nennen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut! Ihr wolltet noch mehr Innenraum? Also gut, dann zeigen wir euch jetzt noch ein bisschen Innenraum. Und der geneigte Zuschauer hat vielleicht auch gemerkt, der Habi hat auf einmal einen Pullover an und es regnet draußen. Ja, das ist halt, das sind die Hürden. Das sind die Hürden des jungen Kameramanns und des jungen YouTubers Björn H. Die hat man halt einfach manchmal. Da merkt man dann beim Sichten des Materials, ah, shit, da war was falsch. Aber das macht nichts, gibt mir die Möglichkeit, noch ein bisschen hier mit dem Subaru WRX zu fahren. Und Fabian, du filmst jetzt mal noch ein bisschen den Innenraum. Dann haben die Zuschauer auch den Innenraum des WRX in seiner vollen Güte gesehen. Das schneiden wir dann einfach später hinten dran. Na, das ist so nach der Schwarzblende. Dann ist das so eine Erklärung, die man hinterher noch sehen kann. Man sieht noch ein bisschen Innenraum danach.